der Abgeordnete Ulrich Singer. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wir haben es heute schon öfter gehört, vom 24.07.2018 hat Änderungen eben auch im Bereich des Rechts der Fixierung in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung und im Maßregelvollzug erforderlich gemacht. Inhaltlich, Frau Kollegin Selina, da kann ich Ihnen zustimmen, bei derart schwerwiegenden Eingriffen, da sollte man nicht erst so lange abwarten seitens der Regierung, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichts vorliegt. Das Verfassungsgericht ist wirklich nicht der Reparaturbetrieb für eine veraltete Gesetzeslage. Da sollte man einfach auch früher tätig werden. Das alte Gesetz ist mit unserem heutigen Bild auf die Menschen wirklich nicht mehr vereinbar gewesen. Und es stimmt auch, das, was jetzt gemacht wird in dem Gesetz, ist wirklich nur das Notwendigste. Fraktionsübergreifend haben wir im Bereich des bayerischen Justizvollzugs hier ja schon auch eine große Bereitschaft aller Parteien erlebt, die Vorgaben des Verfassungsgerichts jetzt rechtzeitig umzusetzen und den Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Anpassung des Fixierungsrechts trotz aller Kritik, die von der Opposition auch geäußert wurde, grundsätzlich mit zu unterstützen. Und auch heute werden wir den Gesetzesentwurf der Staatsregierung wieder mittragen, trotz unserer unveränderten Bedenken, die die AfD ja schon auch in anderem Zusammenhang hier schon mal vorgetragen hatte. Heute möchte ich insbesondere zu den Änderungsanträgen der FDP und SPD Stellung nehmen und darauf eingehen. Die FDP, die fordert im Wesentlichen, dass stets eine richterliche Entscheidung und eine Überprüfung der Fixierung zu erfolgen hat, und zwar selbst dann, wenn absehbar ist, dass die besondere Sicherungsmaßnahme bereits vor Erlangung einer richterlichen Entscheidung beendet sein wird und eine zeitnahe Wiederholung gerade nicht erforderlich werden wird. Ein weiterer Kritikpunkt der FDP ist hier die Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs zeitnah. Und ferner hält die FDP die Fixierung für einen derart schwerwiegenden Rechtseingriff in die Grundrechte des Betroffenen für immer derart schwerwiegend, dass eine richterliche Entscheidung dann auch immer notwendig sei. Ja, also ich stimme zu der FDP, soweit es um die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen geht. In diesem Gesetz gibt es andauernd an vielen Stellen sehr unbestimmte Rechtsbegriffe und das kritisieren wir von der AfD auch. Wann ist etwas eben absehbar? Wann ist etwas zeitnah? Wann ist etwas als kurzfristig anzusehen? Und das Verfassungsgericht hat sich selbst, gerade bei diesem letzten Punkt, den ich angesprochen habe, selbst sehr klar geäußert. Von einer kurzfristigen Maßnahme ist in der Regel auszugehen, wenn sie absehbar die Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet. Also das Verfassungsgericht hat uns hier geradezu eine Legaldefinition angeboten, die ist aber ins Gesetz nicht aufgenommen worden. Und ich bin der Meinung, wenn wir so klare Vorgaben bekommen, sollte man das auch unbedingt in Gesetze übernehmen. Denn in der Praxis wird es jetzt tatsächlich zu Unsicherheiten führen und das zuständige Personal könnte in ein Vollzugsdilemma kommen, wenn die vielen Verwendeten, die unbestimmten Rechtsbegriffe, erst später dann durch die Rechtsprechung mit Leben erfüllt werden müssen. Andererseits, liebe Kollegen von der FDP, ist es gerade nicht so, dass in jedem Fall, in dem die Fixierung bereits vor Erlangung einer gerichtlichen Entscheidung beendet wurde und eine zeitnahe Wiederholung eben auch nicht zu erwarten ist, unbedingt eine gerichtliche Überprüfung erforderlich wäre. Auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts verlangt Artikel 104 Absatz 2 des Grundgesetzes gerade keine Nachholung einer gerichtlichen Entscheidung, wenn die Maßnahme bereits beendet ist. Liebe Kollegen, da die Maßnahme beendet ist und keine Wiederholungsgefahr droht, spricht meines Erachtens nichts dagegen, es dem Willen und der Entscheidungsfreiheit des Patienten zu überlassen, ob er eben eine gerichtliche Überprüfung der Fixierung wünscht oder nicht. Es handelt sich hier schließlich um einen bereits beendeten Einzelfall in einer wirklichen besonderen Lebenssituation, in einer echten Ausnahmesituation. Und bestimmt wird nicht unbedingt auch jeder wollen, dass in einer derartigen Ausnahmesituation, in die er geraten ist, dann anschließend, nachdem die Situation beendet ist, die Sache nochmal durch einen Richter beleuchtet wird. Bei vielen entsteht tatsächlich auch nach der Beendigung einer solchen Maßnahme auch eine nachträgliche Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahme. Manche möchten es eben nicht nachträglich überprüft haben. Und wenn ein Patient trotz der Beendigung der Maßnahme eine gerichtliche Überprüfung wünscht, dann hat er ja jetzt nach diesem Gesetz auch ganz klar die Möglichkeit, das zu beantragen. Und er muss auch darauf hingewiesen werden, dass diese Möglichkeit besteht.
Deshalb können wir dem Antrag der FDP nicht zustimmen. Beim Antrag der SPD wird unter anderem gefordert, dass von Amts wegen stets ein anwaltlicher Vertreter beigeordnet werden soll. Bereits jetzt ist es so, dass nach § 317 FAMFG die Bestellung von einem Verfahrenspfleger vorgesehen ist, und zwar dann, wenn er zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Also dieses entscheidende Wort möchte ich hervorheben. Im Gesetz ist bereits jetzt geregelt, ein Verfahrenspfleger, wenn er erforderlich ist. Nach dem Änderungsantrag der SPD soll es weitergehen. Es soll immer ein Anwalt bestellt sein, und zwar auch dann, wenn er gar nicht erforderlich ist im Einzelfall. Aus meiner jahrelangen Erfahrung und Praxis, in der ich auch oft als Verfahrenspfleger bestellt wurde, kann ich berichten, dass auch jetzt schon sehr oft Rechtsanwälte als Verfahrenspfleger bestellt werden. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Fälle, in denen andere engagierte Personen bestellt werden, wie zum Beispiel Sozialpädagogen. Da sind auch Vertrauenspersonen manchmal des Patienten als Verfahrenspfleger bestellt. Und ich habe in der Praxis erfahren, dass es sich meines Erachtens wirklich gut bewährt hat, dass man nicht immer Anwälte bestellt, die die Angelegenheit manchmal aus einem rein juristischen, rechtlichen Blickwinkel betrachten. Vielmehr hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass es manchmal durchaus wichtig ist, hier vielleicht Menschen, zum Beispiel Sozialpädagogen, herbeizuziehen als Verfahrenspfleger, die aufgrund von ihrer Berufserfahrung und von ihrem Einfühlungsvermögen in die aktuelle Notsituation des Patienten manchmal auch besser geeignet sind, einen Zugang zu den Betroffenen zu finden, ohne dabei jetzt gleich die rechtlichen Aspekte aus den Augen zu verlieren. Also die machen auch sehr, sehr gute Arbeit, und ich denke, das genügt, was dort geregelt ist. Unklar ist auch nach der Vorstellung des Gesetzesentwurfs der SPD, was eigentlich geschehen soll an einem Wochenende, was soll passieren an einem Feiertag, wenn eben gerade ein Anwalt nicht erreichbar ist. Und die Fixierung darf sich doch in einem solchen Fall auf gar keinen Fall verzögern. Und schon gar nicht verlängern, nur weil jetzt ein Anwalt nicht erreichbar war, der hier hinzugezogen werden kann. Beim Gericht können wir Schuldienste einrichten in einem relativ weitgehenden Zeitraum, aber auch da gibt es ja nachts Lücken, wie wir gehört haben. Aber bei der Anwaltschaft wird es quasi ausgeschlossen sein. Also auch diesen Änderungsantrag lehnen wir ab. Zum Kollegen Svoboda, auch diesen Antrag lehnen wir ab. Auch hier ist gewünscht eine antragsunabhängige Richterentscheidung. Und ich denke, es gibt Menschen, die diese Entscheidung, wenn die Maßnahme beendet ist, gerade nicht wollen. Und deswegen können wir da auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin.